Das ist wirklich eine absolute Wetterkatastrophe im Moment in den USA. Und während sich der US-Präsident mehr von der globalen Erwärmung in die USA wünscht, ist dieser Kälteeinbruch mit hoher Wahrscheinlichkeit eine direkte Folge des Klimawandels. Ups, wie kann das sein? Ein Kälteeinbruch als Folge der weltweiten Erwärmung? Und was sind die Konsequenzen für Europa? Also, wie ist die Lage in den USA und in Europa? Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Temperaturen von knapp minus 40 Grad Celsius. Selbst in New York, das liegt auf der Höhe der italienischen Hauptstadt Rom, sind es minus 20 Grad. Und im Sonnenstaat Florida schneit es zum ersten Mal seit 30 Jahren. Ein Bombenzyklon zieht über die Ostküste der USA. Die Folgen sind fatal. Allein am Samstag mussten 450 Flüge gestrichen werden. Am Donnerstag waren 24.000 Haushalte ohne Strom und das nur in Massachusetts. Und in zahlreichen weiteren US-Staaten wurde der Notstand ausgerufen. Es ist eben eine absolute Wetterkatastrophe. CNN meldet 22 Tote. Es ist absolut verrückt und auch tragisch. Und es ist eine direkte Folge des Klimawandels mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Verantwortlich für die Kaltluft, die in den Osten der USA zog, ist der polare Jetstream. Darüber herrscht Einigkeit in der Klimaforschung. In einer Höhe von rund 10 Kilometern zieht er mit rund 200 bis 500 Kilometern pro Stunde um die Arktis und beeinflusst unser Wetter maßgeblich. Er schiebt Hoch- und Tiefdruckgebiete hin und her und je nachdem, wie er verläuft, kann er Kaltluft aus der Arktis nach Süden transportieren oder auch Warmluft aus dem Süden in den Norden. Eine Folge des Klimawandels. Die Jetstreams wabern nämlich immer stärker nach Süden. Eine Folge der immer wärmeren Arktis, die den polaren Jetstream schwächt. Der fängt dadurch an, im wahrsten Sinne des Wortes herumzueiern. Beulen im Stream, die sogenannten Rossby-Wellen, werden stärker und führen so automatisch zu Wetterextremen. Und sie bleiben einige Zeit stabil, was das Wetterchaos noch verschlimmert. Sie bringen zurzeit die kalte Polarluft mit viel Schnee weiter in den Süden und dann auf dem Rückweg warme Luft nach Norden. Zwischen solchen entgegengesetzten Luftströmungen kann dann ein Bombenzyklon entstehen, der neben den niedrigen Temperaturen für weiteres Chaos sorgt. Zitat: Seit dem Jahreswechsel sieht man deutlich, dass der Jetstream über Nordamerika eine wellige Form angenommen hat, mit Winden, die kalte arktische Luft in den Nordosten der USA transportieren. So Marlene Kretschmer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIK in der Zeit. Aber auch für Europa gilt genau dieses Szenario. Der Zusammenhang mit dem Klimawandel für Europa wurde nämlich inzwischen durch das PIK nachgewiesen. Die Verlangsamung des Jetstreams lässt die Winter im nördlichen Eurasien kälter werden. So das Forschungsergebnis. Das gilt genauso auch für die USA, ist damit also auch für die USA kaum von der Hand zu weisen. Die USA werden mit diesen Wetterphänomenen zu den am stärksten durch den Klimawandel betroffenen Ländern gehören. Schätzungen sprechen von Schäden im Bereich von hunderten Milliarden Dollar. Die NASA hat jetzt eine Karte veröffentlicht, die die Temperaturveränderungen in Amerika illustriert. Gemessen wurden die Bodentemperaturen in den letzten 8 Jahren und mit den Temperaturen in diesen Tagen verglichen. Das Erschreckende: Im Nordosten der USA war es fast überall kälter und im Südwesten überall wärmer. Und zwar bis zu 15 Grad kälter und wärmer. Es deutet einiges darauf hin, als würden die USA in zwei Temperaturzonen aufgeteilt. In der einen werden die Sommer so heiß, sodass die Vegetation abbrennt und das Wasser ausgeht, und der anderen bricht die Infrastruktur in den extremen Wintern zusammen. Die Bewohnbarkeit des gesamten Landes wäre gefährdet. Ein absolutes Horrorszenario, aber nicht mehr so ganz unwahrscheinlich. Und was passiert in Europa? Auch wir müssen uns auf Wetterkatastrophen wie in den USA einrichten. Im letzten Jahr hat Xavier gezeigt, wie eine Rossby-Welle einen heftigen Sturm innerhalb kürzester Zeit nach Zentraleuropa schiebt, und diese Rossby-Welle hätte es so ohne den Klimawandel nicht gegeben. Wir müssen uns also auch hier auf so einiges gefasst machen. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken: Xavier, der Klimawandel ist schuld. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.